Hi, ist das EU-Spitzenkandidatenmodell am Ende? Heute zumindest sieht es ganz danach aus. Heute am Ende des 2. Juli, an dem das EU-Parlament zum ersten Mal zusammengekommen ist, ist es ein bisschen enttäuschend und irgendwie auch frustrierend als Europäer zu sehen, dass wieder mal ein kleines Versprechen, wieder mal ein Stück dieses Europas, der Europäischen Union an seine Grenzen gerät. Ja, heute ist es auf jeden Fall zumindest kein guter Tag für die EU, gerade für das EU-Parlament, da die Regierungschefs gezeigt haben, dass sie die meiste Macht haben in der EU, dass die Machtzentralen nicht in der EU, in Brüssel oder in Straßburg zu finden sind, für dieses großartige Europa mit seinen über 500 Millionen Menschen, sondern dass es in den Hauptstädten der Nationalstaaten ist. Und dass dort die entscheidenden Weichen gestellt werden in diesem Europa der noch 28 Länder. Ich finde, heute gab es zwei Ereignisse, die nicht so toll waren. Kleinere war vielleicht, dass sich die Brexit-Party-Mitglieder umgedreht haben beim Abspielen der EU-Hymne im EU-Parlament. Aber was ich eben viel schlimmer, viel trauriger irgendwie finde, ist, dass die Staats- und Regierungschefs keinen der EU-Spitzenkandidaten gewählt haben. Wie gesagt, das Ende ist noch offen. Jetzt muss man abwarten, was das EU-Parlament zu den Vorschlägen sagt. Aber wie gesagt, es ist wieder ein Versprechen, was gebrochen wird. Es ist wieder so ein bisschen Sägen an dem Ast der EU-Institutionen und es hilft definitiv nicht dem EU-Parlament. Einer der Kommentatoren hat beispielsweise gesagt, dass diese Einigung, dieser Kompromiss ein Meisterstück wäre der Diplomatie, dem ich definitiv zustimme. Es ist super schwer, bei 28 Staats- und Regierungschefs sich zu einigen. Und ich finde, da ist Frau Merkels Statement, hat das gut zusammengefasst, vor welcher Herausforderung die EU-Regierungschefs gestanden haben. Und man sieht auch Frau Merkel an, glaube ich, wie müde und erschöpft sie ist. Ja, meine Damen und Herren, wir haben ja sehr lange und sehr ausführlich miteinander diskutiert im Europäischen Rat. Und ich darf heute berichten, dass wir ein Ergebnis erzielt haben. Das hat natürlich Kraft gekostet und auch viel Engagement aller Beteiligten, auch viel Kompromissbereitschaft. Und ich habe in den vergangenen Tagen ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das Spannungsverhältnis zwischen Spitzenkandidat und einer Findung einer Mehrheit hier natürlich kein ganz einfaches ist, weil anders als vor 5 Jahren diesmal nicht zwei Parteien zusammen die Mehrheit im Europäischen Parlament haben, sondern sehr viel mehr zusammenkommen müssen, zumindest drei politische Parteienfamilien, und dass wir auch in unserem Rat mehrere Ministerpräsidenten haben, die keiner dieser drei Parteigruppen angehören. Ich finde nur auf der anderen Seite, ja, hätte man wirklich einen Kompromiss finden müssen, das wäre echt toll gewesen. Und ich glaube, für die Bürger bleibt am Ende dieses Gefühl, dass die EU es einfach nicht auf die Reihe kriegt, dass sie das einfach nicht gebacken kriegen. Und das ist einfach so traurig, das ist so schade für Menschen, die sich, ja, viel von dieser EU erhoffen, mitzubekommen, dass ja diese EU vielleicht doch nicht so gut ist, nicht so stark ist, wie wir uns das alle wünschen. Das ist so ein bisschen der Geschmack, der bei dieser ganzen Aktion am Ende übrig bleibt. Und ja, ich hoffe, dass sich noch eine Lösung findet, die wir alle vielleicht gar nicht erwarten. Ich habe dies überhaupt nicht so kommen sehen. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video gemacht zu der Sperrminorität, was das für eine Auswirkung haben kann, beispielsweise wenn eine CO2-Steuer kommen sollte. Und schon angedeutet, dass es einige Länder, beispielsweise Italien oder Osteuropa, gibt, die ja abweichende Positionen haben werden. Wie gesagt, Frankreich offen gelassen, aber nur mal darauf hingewiesen, dass es 4 Länder reichen würden oder mehrere Länder, wo die 35% der Bevölkerung ausmachen, um im Ministerrat viele Dinge zu blockieren und zu stoppen. Und nun wird sich eben zeigen, wie stark das EU-Parlament ist, wie sattelfest die EU-Institutionen sind und wie sie mit diesem Europa, das in viele Richtungen gleichzeitig geht, umgehen werden. Ich hoffe, dieses spontane kleine Video hat dir gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst. Ich wünsche dir, wo immer du bist, gute Gedanken und ein Lächeln im Gesicht und mach's gut. Ciao.